Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht weiter im Mittelalter mit Bellwright. Ein wunderschönen, in dem Fall hier im Spiel, guten Morgen. Und es ist 6 Uhr morgens, ja. Und ansonsten, hi, wann auch immer ihr das Video anschaut. Danke für alle Likes und Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, letzte Folge war jetzt ja nicht so cool. Nicht so wirklich erfolgreich. Aber passiert. Also ich habe mir jetzt ein, zwei Sachen überlegt. Wie gesagt, wir könnten uns versuchen anzuschleichen. In Anführungszeichen. Es gibt ja keinen Stealth-Mode im Spiel. Und dann überlege ich mir gerade auch Dinge wegen der Nahrungsknappheit. Deswegen bin ich jetzt gerade so am... wenn ich da bin, kann ich auch dann die Quest gleich abgeben. Das ist gut. Wenn mir ist gerade eingefallen oder aufgefallen, ich habe ja noch Hirschgeweihe im Petto. Also im Lager. I'm open for business and I guarantee you won't be disappointed with what I have to offer. Bezüglich der Hörner, nach denen du gefragt hast. Well, managed to get the staghorns? Ja, wir haben das geschafft. Excellent. Very much appreciated. Take this reward. Da bin ich ja gespannt. Bogenschießen, ja. Oh, Bogenschießen. Handwerken. Ah ja, Inventar ist voll. Ach so. Ja, dann gebe ich doch liebend gern nochmal ein, zwei Pilze ab. Dann... meine Güte, hey. So. Was braucht das Ding? Doch bestimmt 4 Plätze, oder? Ja, war ja klar. Naja, ich kann sie gleich hier noch holen. Was verkaufst du eigentlich nochmal? Kaufen Riemen, Schnur, Seil. Und verkaufen kann man bei ihm Schnur und Holz. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder nach Hause. Hat's hier Hanf? Ah ja, perfekt. Okay. Weil unsere schlauen Dorfbewohner haben ja leider gemeint, wir bauen nur Flachs an und sonst nichts. Und das war jetzt nicht besonders schlau. Hoffe ich eigentlich noch richtig? Ja, fast. Dahin. Ja, angegriffen werden wir heute auch schon wieder. Wird irgendwie auch immer mehr. Oder kommt es mir nur so vor? Ja, meine Seile, die ich gekauft habe, liegen jetzt auch noch da vorne. Also muss ich doch gleich wieder hier hin. Da schmeiße ich noch ein Bärchen rein. Ach, da ist sogar was drin. Okay. Erstmal Sachen loswerden. Ja, ich habe mir jetzt überlegt und ihr habt es auch in die Kommentare ja geschrieben, ob wir nicht vielleicht doch die Sammelhütte bauen sollten. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil es sammelt halt im Moment niemand außer mir. Hier Zeug, ne? Also essenstechnisch Sachen. So. Bogenschießen. Ach, ich lerne noch ein Buch für Herstellung. Okay. Dann mache ich die Bücher doch einfach so lange bei mir jetzt kurz hier rein. Und dann ist das doch gut. Was machen wir mit dem Ding?
Die Hirschtrophäe bringt Ruhm, wenn sie in deiner Siedlung aufgestellt wird. Ah. Ja. Oh, 125 Ruhm. Oh, das ist krass. Damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet. Jetzt noch die ganzen Fälle weg. Ach. Das. Dann bei 49 Flachs. Ah, ich habe Herstellung 3. Perfekt. 188 Flachs. 5 Hans-Samen. Die machen da draußen nichts, dann kann ich das ja auch einfach mal kurz hier einlagern, das Zeug. Gut. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich ganz schnell zurück. Nicht, dass die mir... dass meine Seile weg sind, ne? Das wäre jetzt doch schon leicht doof. Das mit dem Überfall. Ich muss eine Waffe mitnehmen. So. Dorfkirche. Ballen. Da mal noch kurz auffüllen. Wir brauchen echt wieder Pfeile. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir die Sammelhütte wieder brauchen. Sammelhütte, wie das duftet, ne? Oder so war das doch. Nee, also. Sammellager. Und dann könnte man tatsächlich noch das Trapperlager machen, aber... Weil ich würde jetzt mal behaupten... Bis wir den Jäger erstmal haben, vergehen noch ein, zwei Monde. Obwohl, das ist ein Lager, das... Das wird sich doch eigentlich auch ganz gut hier machen. Oder? So. Sehr schön. Ihr braucht ja keinen Zimmermannshammer, also müsst ihr funktionieren. Gut, ich hoffe, meine Seile liegen jetzt noch da. Also wäre, glaube ich, ganz schön. Ja, genau, die Sachen noch mit rausnehmen. Das gibt dann nochmal. Die Bären habe ich ja natürlich weggetan. Aha. So, dann hole ich jetzt kurz die Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder zum Angriff. Ach, das passt. Kommt gerade zurück und das mit Überfall im Anmarsch ist aufgeploppt. Das ist sehr gut. Die sind schon da? Ah, Otto hat keinen Bock, okay. Ach, der gehört gar nicht dazu. Ich dachte, der jetzt gehört dazu. Das war jetzt ja... Dies war jetzt gerade anders daneben geschossen. Okay, ich muss die Sachen ganz schnell wegpacken. Ah, ihr holt euch tatsächlich die Sachen raus. Das ist ja cool. Nein, geh weg. Treating you.
Meine Güte. Okay, Patrick möchte nicht mehr. Dann. 3, 4. Jeder was zum Essen, bevor wir losgehen. So, Patrick. Wieso trägst du vergammelt das bei dir? Was ist mit dir nicht richtig? So. Jetzt aber. Oh, die haben Schilde. Müsste unbedingt gucken, dass ich den Bogenschützen wegkrieg. So nicht. Die haben zu viele Bogenschützen. Und zielen kann ich auch nicht. Okay. Lubomir wurde verletzt. Läuft. Sehr schön. Seile. So, jetzt könnt ihr euch wieder hier euren Aktivitäten nachgehen und frönen. So. Geld ist gut. Ach, Schnur auch immer gut gesehen. Hey, mein Essen. Geh weg. So, Riemen. Sehr schön. Der war ganz schön dick eigentlich angezogen. Ich glaube, wir sollten anfangen mit besserer Rüstung noch. Wir brauchen bessere und stärkere Rüstung. Definitiv. Was ich noch anmerken wollte. Ich fände es schön, aber das ist ja jedem von euch überlassen. Ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch, wie ihr, glaube ich, auch schon in den Kommentaren gemerkt habt. Ich habe auch kein Problem, wenn irgendjemand die Videos disliked oder sonst irgendwas. Macht mir nichts aus. Ich fände es nur schön, wenn ich wüsste, warum. Ich weiß, es ist einfacher, einfach Dislike zu drücken, statt konstruktive Kritik anzubringen. Aber wenn euch irgendwas an den Videos nicht gefällt oder sagt, ich soll was anders machen oder könnte was verbessern, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil das Ganze ist ja halt einfach, ja, ein Lernprozess auch für mich. Wie, wo, was, weshalb und warum und... Wieso sind Bananen lila und ihr kennt doch die Probleme, ne? Ach, das Lager ist voll. Du meine Güte. Okay. Gibt's irgendwo einen Händler, der Dings kauft? Hier, wie heißt es denn jetzt? Flachs? Robuste Hemden, Abenteuergewand, Reisegewand, Tasche. Okay. Können wir eigentlich auch die Taschen bei unseren Leuten ausbauen? Ja, die haben den Taschenslot. Uff, wir brauchen Hanf und ich glaube, das gehe ich jetzt mal noch sammeln. Aufbüllen auf 5 Stück. Dann brauche ich den Forschungstisch. Ich glaube, dann wäre nämlich in dem Fall 17 Rüstungen, 26 Rüstungen, Wandererhose. Was kann das Zeug, was wir eigentlich anhaben? 23, 3 Stück, die reißen es jetzt nicht raus. Dann eher die Hosen, oder? Ja. Ja, 12. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ich glaube, den Saatbeutel, den machen wir auch noch. Heugabel, Drescher.
Panzerte Mütze, nee, nein. Dann wirklich lieber ermöglicht den einfachen Transport von Samen zum Anpflanzen. Wir machen erstmal den hier. Müssen wir doch eigentlich alles da haben, oder? Dreimal Salbeisamen, Knoblauch, Schnüre. Muss ich jetzt echt Salbei sammeln gehen? Knoblauch. Muss echt Salbei sammeln gehen. Eine einfache Schnur. Was haben die mit den ganzen einfachen Schnüren gemacht? Was ist denn das eigentlich? Ist das das Hanf? Ja. Lack. Nimm 2 Leinensamen. Nimm 10 Flachs. Ach, deswegen haben wir da so eine Riesenmenge. Ach du meine Güte. Das erklärt einiges. Wir brauchen dann noch 7 Baumstämme und 9 Holz. Okay. Ich glaube, dann bauen wir das noch kurz fertig. Aber ich kann ja schon mal das Knoblauch hier reintun. Das könnte ich mal benutzen. Jagen. Kochen bin ich schon auf 10. Das ist gut. Was brodelt hier? Bärenmarmelade. Sehr schön. Eine Axt, bitte. Eine Axt, bitte. Sind denn die ganzen Äxte eigentlich hin? So langsam wird es auch ganz schön mau hier. Aber daran habe ich ja gar nicht gedacht tatsächlich. Muss ich zugeben, ne? Dass wir ja hier für unsere Bewohner Dings hätten bauen können. Die Taschen. Wenn die natürlich mehr tragen können. Das wird ja Knorke. Und diesmal stellen wir im Sammellager aber auch nur so Sachen ein wie Beeren, Pilze, Lachs nicht mehr. Das soll nicht mehr gesammelt werden. Davon haben wir definitiv genug. Wir können auch die Beeren dann gleich mitnehmen. Wahrscheinlich muss ich gleich noch in der Tasche umsortieren, würde ich mal sagen, oder? Komm. So. Oh, da kommen 3 raus wieder. Bäume fällen kostet keine Ausdauer. Ich dachte immer, das hat Ausdauer gekostet. Bin ich gerade so falsch dran? So. Jetzt habe ich noch Platz für 4 Holz. Das ist gut. Also falls irgendjemand von euch weiß, wo wir Flachs verkaufen können, wäre ich gut. Oder ich stelle einfach mal, keine Ahnung, was weiß ich, wie viel Schnüre her, nehme die mit und verkaufe sie. Oder waren doch Schnüre? Einfach Schnur, Flachs. Ah, da kann ich ein bisschen Herstellungsskillen. Ah, das mache ich nach der Aufnahme, weil ihr müsst ja nicht zugucken, wie ich dann die ganzen Settings herstelle. Einfache Schnüre. So, was fehlt denn jetzt noch? 3 Baumstämme, 4 Holz. Okay. Da hinten liegt ja noch einer. Ah, das mit dem Flachs, dass da 10 Stück über den Bauernhof über den Bauernhof kommt, das wusste ich halt auch nicht. Das ist ordentlich. 2 Pilze mitnehmen. Und bist du schon despawned?
Ach, Gott sei Dank nicht. So, einmal. Ja, den Baum. Ich glaube, dann werde ich als nächstes mal noch bis Ambiente. Fackeln platzieren im Dorf. Einfach, damit man nachts auch was sieht und außerdem schön bauen muss man jetzt ja nicht unbedingt außer Acht lassen, ne? Also. Ah, perfekt. Wir haben alle Baumstämme. Sehr gut. Und dann nehme ich jetzt noch, dass meine Taschen voll sind, hier noch Holz mit. 3 gehen noch. Perfekt. Und dann ist die Sammlerhütte auch fertig und dann können wir die noch kurz zusammenbauen. Ich glaube, so von der Folgenlänge her finde ich es eigentlich ganz okay. Klar, wenn wir die Folgen länger machen würden, wird natürlich mehr Progress. Ich mache ja noch nebenher so ein paar Sachen. Wir machen ja nicht immer alles komplett in den Folgen, wisst ihr ja. Für alle, die sowohl Bellride wie auch Kingdom Come angucken. Kingdom Come wird jetzt nur noch, wird einmal in der Woche kommen, aber dann einfach als Sonderfolge für, dann dafür halt, dafür dann halt eine Stunde oder anderthalb die Folge. Weil ich denke mal, so an einem Sonntag, wenn man will, kann man sich das eigentlich sehr gut anschauen. Dann würde ich sagen, hier auffüllen. Keine Ahnung. 20 Stück. Weizen, Holz, nicht Schilf, Hanf, Knoblauch. Ich nehme es einfach mal mit rein. Und dann alles auf auffüllen. Obwohl, Knoblauch bauen wir ja an. Na egal. So. 25. Da können wir gut mal auf 35 gehen. Da können wir auch mal hier 30. Da reichen 10. Da machen wir auch mal 10. Priorität bei Hanf. So. Würde ich da sagen, sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Kommentiert für den Algorithmus, damit wir weiterhin so weiter wachsen wie bis jetzt. Und ja, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und euer Wikisagt, Tschüssikowski.